Ja, grüße dich. Heute ist Samstag, das heißt, heute zeige ich dir einen neuen Weekend Flow. Und am Mittwoch habe ich dir eine Übung, eine sehr wohltuende Übung für deine Brustwirbelsäule gezeigt, für deine Brustwirbel insbesondere. Weil aufgrund des vielen Sitzen in unserer Gesellschaft haben da immer mehr Menschen Probleme mit. Und heute habe ich mir überlegt, machst du mal einen Schritt weiter und nimmst mal den ganzen Körper mit rein. Weil das ist halt einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man nicht nur Einzelstellen bearbeitet, sondern den ganzen Körper und das sogar in eine Übung einbaut, dann fühlt man sich noch viel, viel besser. Also wenn du dich Mittwoch schon sehr gut gefühlt hast, dann wirst du dich heute megamäßig gut fühlen. Also du wirst nur mal einen Unterschied merken. Definitiv. Du darfst gespannt sein. Bei der Übung, du kannst mal schauen, wenn du gehst, wohin deine Fußspitzen zeigen. Ja? Zeigen sie gerade nach vorne. Also alles gut, dann wird die Übung aber auch gut tun. Aber wenn die zum Beispiel so ein bisschen nach außen zeigen, egal welcher Fuß, ein Fuß, dann ist die Übung besonders für dich gut, weil sie auch hier deine komplette Außenseite lockert. Und da ist es jedenfalls die Erfahrung, die ich immer mache, wenn ich zu neuen Kunden gerufen werde, die Probleme haben mit dem Rücken, mit dem Nacken. Die haben immer eine total feste Oberschenkel-Außenseite. Und deswegen habe ich mal die Übung, die ich dir jetzt zeigen werde. Das ist mit einer meinen ersten Faszienübungen, die ich überhaupt kreiert habe. Also die habe ich vor 2011, 2012 irgendwie so entwickelt, also vor 9, 8 Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wann es war, aber irgendwie so in den Dreh. Also wie gesagt, es war, wo ich aufs Faszientraining aufmerksam geworden bin, aufgrund, weil ich ja selber Rückenschmerzen hatte. Habe ich diese Übung entwickelt und diese Übung hat mir sehr, sehr gut geholfen. Also, wenn du Außenseite fest hast, Rückenschmerzen hast, Brustwirbelsäulenprobleme hast, wenn du Probleme mit deinem ISG hast, dann ist die Übung richtig, richtig gut. Also, du siehst schon, wenn man viele Probleme am Körper hat und diese eine Übung macht, die deckt quasi alles ab. Also, wenn du diese Übung täglich machst, du wirst beweglicher in der Brustwirbelsäule werden. Du wirst beweglicher im Becken werden. Du wirst beweglicher in der Oberschenkelrückseite werden, in der Wade werden. Also das ist echt der Hammer und du kannst es austesten. Mach mal Folgendes: Du beugst dich mal im Ganzen nach unten und dann machst du das mal nach einer Woche, nach 2 Wochen und schaust, wie sich das verändert. Wenn du nur diese eine Übung machst, ja, mach mal. Nur diese eine Übung einmal am Tag, machst du eine Minute lang. Länger brauchst du die nicht, ja. Und ja, und dann staune, was mit deinem Körper passiert. Okay, jetzt habe ich dich genug auf die Folter gespannt, dann geht's jetzt direkt einmal los. Und zwar ist die Übung: Du stellst ein Bein nach vorne, Fußspitze ziehst du nach oben und drehst sie nach innen rein. Und jetzt machst du immer die ganze Zeit mit dem Fuß hoch und runter. Die rechte Hand, also wir haben jetzt linken Fuß vorne, das rechte Bein ist gebeugt. Die rechte Hand geht jetzt zum rechten Fuß, zur Ferse aber. Wichtig, das Knie bleibt gestreckt. Ja? Jetzt geht hier meine rechte Hand hin. Die linke Hand öffnet nach oben hinten. Und ich schaube hinterher. Zwei, dreimal. Jetzt komme ich hoch, schieb das Becken hier nach vorne. Jetzt wechseln die Arme. Das heißt, die linke Hand geht runter und die rechte geht nach oben hin. Und der Fuß macht immer noch hoch und rückwärts. Immer zwei, dreimal. Und dann immer wechseln und immer so weit runterziehen, wie es geht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr geniale Übung. Und ich sage das nicht, um anzugeben, weil ich sie kreiert habe, sondern einfach, weil sie dir gut tun wird. Ja? Wie oft machst du das? Du kannst entweder das so eine Minute lang machen oder machst so fünfmal. Mit fünfmal meine ich aber, das wäre einmal, also rechts und linker Arm einmal durchgetauscht wäre einmal und das fünfmal. Und dann wechselst du die andere Seite. Ich zeige das jetzt mal von vorne. Hup, reindrehen. Jetzt geht hier hoch und runter. Hochkommen. 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 Du wirst merken, du kommst hier immer weiter runter. Und eine komplette Außenseite, wie gesagt, die entspannt sich. Und das ist einfach, ja,
Also die Übung macht A, viel, also riesen, riesen Spaß. B, sie bringt enorm viel. Und C, mir fällt keine bessere Übung ein, die all die Probleme berücksichtigt. Das heißt, es ist ja eigentlich sogar gelungen, wenn ich sage, mir fällt keine bessere ein. Mir fallen natürlich noch viele, viele andere ein. Hast du ja auch hier auf YouTube ja schon präsentiert bekommen, über 500 Videos mittlerweile. Und ja, wenn du die effektivsten Übungen haben möchtest, die deinen Rückenlein beenden und deine Rückenfreiheit dir liefern, dann hole dir mein Programm Remove Your Back. Und diese Übung hier zum Beispiel, die ich gerade gesagt habe, ist ein Teil davon. Ja, noch viele andere. Und du bekommst Remove Your Back ja noch mit meinem Fußprogramm dazu. Warum? Weil es nichts bringt, nur den Rücken zu lockern. Ja? Und das merkst du an dieser Übung. Guck mal, was hier alles dabei ist. Die Fußbeweglichkeit haben wir dabei. Ja? Das heißt, wenn du nach der Übung kannst du mal ein bisschen rumlaufen, du wirst ganz anders laufen als vorher. Du wirst, also ich sag jetzt nicht, was du fühlen wirst. Mach einfach mal und kommentiere mal. Mach mal das. Ja? Lauf einfach mal nach der Übung rum und dann wird dir 100% was auffallen. Mach mal die Augen zu dabei, dass du wirklich mal, ja, einfach mal in deinen Körper reinfühlst, ja? Und dann wird dir mit dieser Übung was auffallen. Und jetzt stell dir vor, du bekommst glasklare Anleitungen, die deine Probleme gezielt angehen. Und da, wie gesagt, sind Füße ganz, ganz wichtig und der komplette Rücken ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt noch eine schöne Sache, die du bei Remove Your Back mit dazu bekommst. Du bekommst noch ein Schmerzwegprogramm mit dazu. Das ist eine PDF-Datei, die du in Verbindung mit meinem Testprogramm, was auch mit dabei ist bei Remove Your Back. Das Testprogramm, das sind Übungen, die du als Videoanleitung erhältst, wo du gewisse Tests machst und die schreibst du dir dann auf und notierst dir die Ergebnisse. Da hast du jetzt folgende Möglichkeiten mit. Mit diesen Ergebnissen, die kannst du zu mir schicken nach Hause. Dann gucke ich mir das an und schicke dir dann aus Remove Your Back und Remove Your Feet, weil du das ja geholt hast, sonst wirst du ja diesen Schmerzwegplan nicht bekommen. Bekommst du dann von mir als Screenshot die Top-Übungen, die für dich am besten geeignet sind, um deine Probleme anzugehen. Ja? Dass du halt wirklich zielgerichteter vorgehst und einfach noch viel, viel effektiver. Das musst du nicht machen, das kannst du machen, wenn du Remove Your Back hast. Das biete ich allen meinen Kunden an. Ja? Und das ist letztendlich, was du daraus machst, ist deine eigene Entscheidung. Du kannst auch die PDF-Datei nehmen, also dieses Schmerzwegprogramm, um nur das für dich zu führen, um einfach deine Fortschritte zu sehen. Und das ist das Geniale, wenn du das gemacht hast, du siehst halt wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat deine Fortschritte. Und das ist echt der Hammer. Und alle die Leute, die das sich schon geholt haben und es aktiv nutzen, die Rückmeldung von diesen Menschen, das ist einfach, ja, wenn man dann hört, Tobias, ich habe schon keine Ahnung, wie oft was für meinen Rücken gemacht und dann bin ich auf dich gekommen und mache das Programm jetzt seit einem halben Jahr und mir geht es in meinem Leben, also mir geht es so gut wie noch nie zuvor. Ja, und das ist einfach der Hammer und das kannst du auch haben. Link findest du in der Beschreibung. Okay, dann war es das für heute. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Morgen gibt es ein neues Video mit dem Dennis, diesmal alleine. Ja, wir hatten diese Woche leider keine Zeit, ein Video zusammen zu machen. Deswegen hat der Dennis ein Video alleine gemacht. Es geht um die Kniebeugen, also hier, ja, mit der Langhantel. Und da ist es halt immer wieder oft so, weil der Dennis hat zum Beispiel bei Instagram auf unserer Trainingsmedizin-Seite hatte der einen Post von seinen Trainingen gepostet. Und da haben halt viele Leute drunter geschrieben, aber du machst es doch gar nicht richtig. Ja? Und genau darum geht das Video. Dass von außen betrachtet es oft so aussieht, dass die Kniebeuge nicht richtig ist. Aber dabei ist für denjenigen, der das macht, es genau die richtige Variante. Und wo das oder warum das so ist, das erfährst du im morgigen Video. Also bis dahin, ciao, dein Tobias und schönes Wochenende.